save my bacon, pal. Where are we going? Is this a joke? Can't say a thing. It's my big chance. Yeah, all right. I can't see a thing. What just happened? Thank God. You saved my bacon, pal. Hurry up. Und da bin ich wieder. War gerade ein bisschen doof. Egal. Genau, ich brauchte was für die Pattern Chest, was ich jetzt mir gerne angucken wollte. Oder Pattern Storage. Ich brauchte nämlich diese Mining Laser. Dafür bräuchte ich etwas an Diamanten. Und zwar 8, um genau zu sein. Oder? Ja. Und ich habe nur einen. Also weiß ich, was ich jetzt als erstes machen. Ich gehe Strip Minen. Was ist hier? 7000 schon. Das Ding läuft. Nicht mehr. Wo ist der ganze Silikon hin? Boah, ich habe so Probleme. Kann ich das Ding auf jeden Fall wieder anmachen. Dann wird das wieder leer gemacht. Schön. Aber vorher, genau, vorher aufladen. Bevor das Ding komplett leer ist. Ich bin so verpeilt gerade. Da ist nichts mehr drin. Tin Pile of Dust. Was kann ich denn... Achso, Tin Pile of Tin Dust. Kann ich damit Zinn machen? Zinn Dust. Schön. Habe ich jetzt einen Zinn gemacht. Aus diesem ganzen Clay. So, gib mir meine Schuhe wieder. Das muss auch noch ein bisschen aufgeladen werden. Zack. Das lädt sich auch mal ein bisschen auf. Komm.
Hopp. Und das muss auch aufgeladen werden. So, und das wäre es dann. Fürs Erste. Und dann heißt es wieder nach unten in die Minen gehen. Ja, ich weiß schon wieder, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, den Befehl nachzugucken für die Turtle zum Tunneln. Das kann aber auch jedes Mal nur mir passieren. Das ist so egal. Nach unten, wir brauchen 7 Diamanten. Soweit ich weiß. Auf mich so zum Anzumachen. Wir hallo? Wir machen einfach direkt hier. Oh. Warte mal, habe ich in meinem Inventar noch genügend Platz? Ah. Ja, habe ich. Gut, ich habe auch nichts Wertvolles dabei, also farmen. Meine Lieblingsbeschäftigung, weil diese so einfach ist. Zack. Und ich brauche Kohle nachher für die beiden Mining Laser. Oh mein Gott, was wir hier alles haben. Komm raus damit. So. Ja. Ach so. Oh mein Gott, wie viel Zeug wir hier haben. Gut, weiter nach vorne. Man konnte auch irgendwie mit Kohle noch was machen. Und zwar Diamanten. Kann ich gleich mal gucken. Ach, habe ich. Salpeter brauchen wir nicht wirklich. Aber eine Fackel wäre nicht schlecht. So, und immer schön auf den Boden gucken, damit sowas wie in die Lava fallen nicht mehr passieren kann. Wie das letzte Mal. Wir könnten uns auch so eine Diamantenpflanze machen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so uneffektiv, denn alle paar, also jede halbe Stunde oder so einen Diamant zu bekommen, ja, wieso nicht? Und in der Zeit, wo ich jetzt hier die ganze Zeit nicht aufgenommen habe, habe ich übrigens noch ziemlich viel über die verschiedenen Mods nachgelesen. Also ich habe nochmal im Wiki nachgeguckt und so weiter. Und ich habe da so einiges Nützliches noch gefunden. Ich habe jetzt sozusagen bis jetzt nur einige Mods benutzt. Größtenteils die man schon aus dem Feed the Beast Lite kennt. Wer das schon gespielt hat. Nicht so viele, die dazugekommen sind, weil ich sie einfach nicht kenne. Aufgrund der schieren Anzahl des Ganzen hier. Nicht auf mich drauf fallen. Deshalb habe ich mal nochmal nachgeguckt und ich bin auf die Mod Applied Analytics gestoßen, die ich bauen werde, sobald ich Zeit habe.
Was ich jetzt allerdings mir selbst unterstelle, dass ich es nicht habe. Aber es ist ein sehr gutes Lagerungssystem. Also, falls jemand alle Sachen an einer Stelle haben möchte und Zugriff von mehreren Sachen haben möchte. Eine super Mod. Kostet allerdings einiges an Strom, soweit ich das gesehen habe. Und was war noch der Nachteil? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall gab es noch einen zweiten Nachteil, den ich jetzt leider nicht mehr auswendig weiß. Ah ja, es ist ziemlich ressourcenaufwendig.